Ein unbekanntes Objekt rast mit hoher Geschwindigkeit über Europa. Viel zu schnell, um es irgendetwas Menschlichem zuzuordnen. Und auch die Flughöhe passt zu nichts, was uns bekannt ist. Alles erfasst von Radar- und Satellitendaten, die sich auf den neuesten viralen Bildern widerspiegeln. Was auch immer es war, das vor wenigen Tagen erst quer über Europa flog, es könne nichts vom Menschen sein. Und damit hallo meine Lieben zu einer sehr faszinierenden Aufzeichnung eines unbekannten Objekts, eines UFOs, das mit so einer hohen Geschwindigkeit unterwegs war, wie es keine Technologie vom Menschen kann. Wir schauen uns heute sehr genau an, was uns diese besonderen Bilder zeigen, wie wahnsinnig schnell es flog, in welcher ganz besonderen Höhe es navigierte, die Theorien, was denn dann doch dazu in der Lage sein könnte und warum diese Erklärungsversuche einfach nicht stimmen können. Wie immer direkt nach dem Intro. Die Berichte und Sichtungen ziviler Piloten gewinnen immer mehr an Bedeutung. Konzentrierte sich die staatliche und öffentliche UFO-Forschung jahrzehntelang auf die Aussagen des Militärs, so rücken die Dokumentationen von Kapitänen der großen und kleinen Passagiermaschinen immer mehr in den Vordergrund. Erst kürzlich forderte die NASA auch die Piloten ziviler Flugzeuge dazu auf, ihre Sichtungen zu teilen. Und auch das Arrow, also das sogenannte UFO-Büro des Pentagon, folgte diesem Aufruf. Ryan Graves, einer der drei Whistleblower bei der Anhörung im US-Kongress, ist gar Vorsitzender einer Organisation, die die Sichtungen ziviler Piloten untersucht, die Americans for Safe Aerospace. Und tatsächlich wurden innerhalb nur kürzester Zeit handfeste Informationen gesammelt, die das UFO-Phänomen sehr gut beschreiben und noch viel seltsamer erscheinen lässt, durch die Beschreibungen eben jener ziviler Piloten, die täglich zu Abertausenden über dem Himmel fliegen. So scheint festzustehen, dass es bei weitem keine vereinzelten Sichtungen sind. Sie werden sehr viel öfter beobachtet, als man zuvor noch annahm. Neben Militärflugzeugbesatzungen und Radartechniker sind es vor allem Berufspiloten, die sie am häufigsten sehen können. Ein Hotspot für UFOs scheint sowohl der Pazifik als auch die transatlantische Route zu sein. Auch sei in den letzten Jahren ein enormer Anstieg an UFO-Sichtungen zu verzeichnen gewesen. Zumeist sind sie auf Bildern oder Videos nur als Lichter zu erkennen. Mit dem geschulten Auge eines erfahrenen Piloten allerdings nicht identifizierbar. Es handelt sich aber weder um Sterne, Satelliten noch um Meteore. Diese Dinger dort oben sind weder etwas Natürliches, noch können sie vom Menschen stammen. Und doch bewegen sie sich in intelligenten Mustern. Detaillierte wissenschaftliche Analysen zeigen, dass Begegnungen ab einer Höhe von 70 bis 80.000 Fuß stattfinden. Eine Zahl, die gleich noch eine größere Rolle spielen wird, daher merkt sie euch bitte. Viele Piloten berichten aber auch noch von viel höher gelegenen Sichtungen. Überhalb der sogenannten Kármán-Linie, die Grenze zwischen der letzten Luftschicht der Erde und dem Weltall, in rund 100 Kilometern Höhe. David Fravor, der neben Graves und Grush im Kongress aussagte, stellte ebenfalls klar, UFOs oder heute UAPs genannt, sind keine Softwarefehler auf dem Radar. Es sind physische, real existierende Objekte, die intelligent gesteuert werden. Seine ganz eigene Begegnung zeigte ihm gar die unfassbaren Geschwindigkeiten, die diese Objekte erreichen können. Innerhalb nur weniger Sekunden erfasste sein Radar ein und dasselbe Objekt, das sich gerade noch wenige Meter vor ihm befand, in 100 Kilometern Entfernung. Es musste also einen Antrieb besitzen, der weit über die uns bekannte Physik hinausgeht.
Es hat natürlich einen Grund, warum ich euch diese Erkenntnisse noch einmal zusammengefasst habe, die ich euch bisher nur vereinzelt in den Videos nannte. Denn um das zu verstehen, was wir uns gleich ansehen werden, sind sie von enormer Bedeutung. Sowohl die Geschwindigkeit, die Höhe, als auch die Erfassung von UFOs auf dem Radar. Aber fangen wir wie immer von vorne an. Derzeit geht ein Video viral, das auf dem ersten Blick recht unspektakulär erscheint. Keine Lichter in der Nacht und auch keine metallischen Objekte über der Wolkendecke. Es zeigt uns die Aufzeichnung eines Flight Radars. Genauer gesagt die des Programms Planefinder, ein Echtzeit-Flugverfolgungsdienst. Dieses zeigt die globalen Flugdaten an. Den Namen eines Flugzeugs, seine Geschwindigkeit, die Höhe, mit der es unterwegs ist und das Reiseziel. Dazu nutzt es die Daten von Radaren und Satelliten, gibt uns sehr präzise jedes einzelne Flugzeug an, das sich derzeit über dem Himmel unseres Planeten befindet. Alle im Durchschnitt 100.000 Flugzeuge, die da tagtäglich über den Wolken unterwegs sind. Alle identifiziert, bis auf eines. Vor 3 Tagen, am 8. Oktober, erscheint eine Anomalie auf dem Flugradar. Ein unbekanntes Objekt, das sich mit sehr hoher Geschwindigkeit über Frankreich bewegt. Nur ein kleines weißes Kreuz. Von dem System als nichts Bekanntes zu identifizieren. Was immer dort oben auch fliegt, ist nicht registriert. Nun könnte man erst einmal annehmen, dass es sich dabei um ein Militärflugzeug handelt. Diese werden nämlich nicht von den Satelliten und Radardaten erfasst, beziehungsweise nicht ins Programm eingespielt. Doch auch diese erste Vermutung kann so einfach nicht stimmen, wie ihr gleich sehen werdet. Die Daten zeigen, dass sich das Objekt, was immer es auch ist, mit einer Geschwindigkeit von mindestens Mach 17 bewegt, 21.000 Stundenkilometer. Das schnellste vom Menschen erschaffene Flugzeug ist die Lockheed SR-71 Blackbird. Am 26. und 28. Juli 1976 stellte sie den Weltrekord auf, der bis heute immer noch Bestand hat. 3529 Kilometer in der Stunde, Mach 2,85. Kein Flugzeug, das sich in unserer Atmosphäre bewegt, war und ist schneller. Das, was wir hier sehen, ist also rund 6-mal schneller als alles andere, was wir kennen. Nun könnte es ein paar Möglichkeiten geben, die uns erklären könnten, was wir hier genau sehen. Doch auch diese können einfach nicht stimmen. Einmal wäre es die Erklärung anhand von Satelliten. Diese durchqueren unseren Erdorbit durchaus mit Geschwindigkeiten von bis zu 28.000 Stundenkilometern. Die andere Erklärung wäre eine Rakete. Auch diese sind mit fast 20-facher Schallgeschwindigkeit unterwegs. Ein Blick auf die Höhendaten des unbekannten Objekts zeigen uns dann aber, dass weder die Theorie um einen Satelliten noch die einer Rakete stimmen können. Das, was sich dort mit 21.000 Stundenkilometer über das Bild bewegt, befindet sich auf einer Höhe von 70.000 Fuß, also rund 21 Kilometer über dem Meeresspiegel. Satelliten aber sind weitaus höher anzutreffen, in 36.000 Kilometern. Aber das dürfte jedem klar sein, dass Satelliten sich nicht auf der gleichen Ebene bewegen wie Passagierflugzeuge. Raketen fliegen, je nach Typ, in einer Höhe zwischen 150 und 1200 Kilometern. Das passt also auch nicht. Klar durchfliegen sie auch andere Höhen bei ihrem Aufstieg, doch bleiben sie eben nicht auf einer konstanten Höhe von 70.000 Fuß oder eben den 21 Kilometern. Ein Softwarefehler konnte man inzwischen auch ausschließen. Einige Betrachter des Videos haben das gleiche unbekannte Objekt auch in anderen Flugradarprogrammen entdeckt, die wiederum ganz andere Daten zur Grundlage nehmen. Noch weitaus interessanter ist natürlich, dass das, was auch immer es ist, sich auf einer Höhe befindet, die nach wissenschaftlichen Analysen genau den Flugbereich darstellt, in dem die meisten UFO-Sichtungen stattfinden, nämlich in einer Höhe zwischen 70 und 80.000 Fuß.
Was immer sich dort am vergangenen Sonntag über Frankreich und dem restlichen Europa bewegte, muss wirklich etwas Besonderes gewesen sein. Mal davon abgesehen, dass wir keine Technologie besitzen, die sich in dieser Höhe mit so erstaunlichen Geschwindigkeiten bewegt, müsste es die Piloten völlig zerreißen. Mach 17 kann einfach kein menschlicher Organismus überstehen, wenn es denn nicht einen Antrieb besessen hat, der die Schwerkraft aufhebt. Eine wahrlich außerirdische Technologie. Die Berechnungen der Geschwindigkeit anhand der Strecke, die das unbekannte Objekt zurückgelegt hat, belaufen sich gar auf bis zu Mach 27, also über 33.000 Stundenkilometer. Ich habe also hier schon die Mindestgeschwindigkeit von Mach 17 verwendet. Gut möglich, dass es noch sehr viel schneller unterwegs war. Das aufgenommene Video startet erst auf der Höhe von Frankreich, endet dann irgendwo bei Sardinien. Wo genau es herkam oder wie weit es geflogen ist, ja, das wissen wir also nicht so genau. Vielleicht rast es derzeit immer noch über unseren Köpfen hinweg. Eine etwas gruselige Vorstellung. Aber was haltet ihr von den Radar- und Satellitendaten? Könnte es dann doch ein Satellit oder eine Rakete gewesen sein? Vielleicht eine Signalspiegelung? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wer noch nicht abonniert hat, der aktiviert jetzt die Glocke. Wir sehen uns dann morgen schon wieder. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.